Zeit lang sind wir wieder zu Hause. Du, Wolfram, ich rufe gleich mal bei Miriam drüben an. Sarah, kannst du mit denen bitte hochgehen? Okay, Mama. Dann hole ich die Taschen und die Koffer rein. Mache das, Wolfram. Lena, ich freue mich jetzt auch endlich wieder zu Hause zu sein und endlich meine kleine Schwester sehen zu können. Ja, hallo, hier bei Fischer. Hallo Basti, ich bin es, Martina. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht geweckt. Wir sind wieder da und ich würde mich freuen, wenn ihr zum Frühstück vorbeikommen könntet. Dann könnten wir auch gleich das Baby mal sehen. Basti, ihr seid schon zu Hause? Martina, wenn du deine Küche sehen solltest, dann bitte verliere nicht die Fassung. Hast du gehört? Wieso? Was ist denn mit meiner Küche? Da gab es nur eine klitzekleine Explosion. Martina? Martina, bist du noch dran? Hörst du mich? Miriam, das war gerade Martina gewesen. Ich glaube, es ist besser, wenn einer von uns beiden mal schnell rübergeht. Okay, dann ziehe ich mich an und gehe rüber. Du kommst mit Lisa nach? Okay, so machen wir es. Darf Felix noch mal bei uns schlafen? Du, jetzt nicht, Lena. In der Küche soll es eine Explosion gegeben haben. Aber wir haben doch alles ausgeschalten, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach du Kacke! Das ist jetzt nicht wahr, oder? So viel Pech im Leben kann man doch gar nicht haben. Martina, ist mit dir alles in Ordnung? Mama, was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht, Lena. Mama, weinst du? Arme Mama. Mama, nicht weinen. Ich hab dich ganz, ganz dolle lieb. Ach, das ist so süß von dir, Lena. Danke dir. Mama hat dich auch ganz doll lieb. Und die Sarah auch. Und den Demon. Und den Papa natürlich auch. Martina, was ist denn los? Alles in Ordnung? Eure Küche ist in die Luft geflogen. Da sieht es ganz schlimm aus. Passen Sie aber auf, dass Sie nicht in das große Loch hineinfallen. Ach du heiliger Bimbam, was ist hier denn passiert? Martina, so schlimm ist es doch gar nicht. Lass mich mal machen. Du nimmst erst einmal ein schönes Bad und ruhst dich etwas aus. Ich bleib heute den ganzen Tag in der Badewanne, bis ich aufgeweicht bin. Komm Felix, lass uns auf mein Zimmer gehen. Oh ja, Lena, da können wir noch ein Spiel spielen. Zum Fliegen des Loches reichen die Bretter erst einmal. Das ist im Nu gemacht und nächste Woche kommen die Handwerker und dann sieht die Küche aus wie neu. Ich muss mich etwas beeilen. Oh Gott, die arme Martina. Von einer Baustelle zur nächsten. Ich glaube, das ist die richtige Temperatur. Basti, ich bin dann weg. Du kommst drüber, sobald du mit Lisa fertig bist. Ich gehe noch schnell beim Bäcker vorbei und hole frische Brötchen für uns. Mache das, das ist eine gute Idee, Basti. Guten Morgen, Lisa, Papa hier. Komm aufstehen, dein Fläschchen ist fertig. Geschafft, sieht doch aus wie neu. Dann stellen wir den Tisch wieder hierher und die Küche sieht doch aus wie vorher. Da werde ich heute gleich noch die Handwerker anrufen. Ich muss mal nach den Kindern sehen. Danke dir, Sarah, dass du dich so lieb um Demon gekümmert hast. Papa, ich glaube, Demon hat AA in die Windel gemacht. Demon, Papa macht dir eine neue Windel um den Pops und danach gibt es Frühstück. Das war bestimmt die Lydia. Wie kommst denn du darauf, Lena? Die hat mir nämlich immer so viele Fragen gestellt. Das müsste Mama sein. Ich gehe ganz schnell runter zu ihr. Martina, Wolfram, jemand zu Hause? Komisch, wo sind die denn alle? Ich werde mal oben nachsehen. Hallo Mama, endlich bin ich wieder bei dir. Hallo mein Schatz, ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Hier in der Küche soll es eine Explosion gegeben haben. Wo soll das denn gewesen sein? Da, wo jetzt der Küchentisch steht, da ist unten drunter ein riesengroßes Loch und Wolfram hat da Holzbretter drüber gemacht, dass da keiner reinfallen kann. Dann schlaf gut, mein Prinz. War ja auch eine lange Fahrt gewesen. Sarah, Lena, helft ihr mit beim Frühstück machen? Oh
ja, Papa, ich kann ja die Brötchen holen gehen beim Bäcker. Hallo Miriam, wie kommst denn du hier rein? Hallo Wolfram, ich hab doch den Schlüssel noch von euch. Martina, wie geht's dir denn? Gut, aber jetzt komm, lass dich erstmal drücken, du frisch gebackene Mama. Wo hast denn du dein Baby gelassen? Basti kommt gleich mit Lisa vorbei. Aber jetzt erzähle ich euch erst einmal alles. Ja, und sie werden beide von der Polizei gesucht. Oh mein Gott! Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Videos von der Familie Mattes. Und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.